Alles ist mit allem verbunden. Diese Weisheit wird immer mehr Menschen klar, die sich mit ganzheitlichem Leben und Denken beschäftigen. Und das neue Buch One Mind von Larry Dossey beschäftigt sich genau damit. Der Autor schreibt schon seit vielen Jahrzehnten über diese Themen. Er hat sich viel mit Heilung und ganzheitlichem Bewusstsein beschäftigt. Auch über parapsychologische Phänomene hat er großartige Werke geschrieben. Er verbindet immer so ein bisschen spirituelles Wissen aus alten Lehren mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und auch in seinem neuen Buch schreibt er darüber, eben über diesen One Mind. Ja? Ist es nicht vielleicht so, dass wir alle irgendwo auch miteinander verbunden sind? Die Quantenphysik zeigt dies durch dieses Phänomen der Verschränkung beispielsweise. Oder gibt es ein Feld, aus dem alles Leben gebiert und mit dem alles Leben verbunden ist? Er sagt ja, wenn wir davon ausgehen, von diesem Gedanken wird vieles verständlicher, wo wir bisher noch gezweifelt haben. Telepathie zum Beispiel. Telepathie wird auch ganz anders verständlich. Es ist eben nicht mehr ein Gedanken senden und empfangen, sondern es ist ein auf irgendeine Art und Weise verbunden sein. Menschen, die liebend miteinander verbunden sind, sind das scheinbar viel mehr als Menschen, die sich nicht kennen. Also da gibt es natürlich viele Unterschiede. Das heißt auch nicht, dass alles ein Feld ist und es überhaupt keine Unterschiede mehr gibt. Und er beschreibt diese unterschiedlichen Phänomene. Ein anderes Phänomen ist zum Beispiel Tiere, Vogelschwärme. Ja? Von einer Sekunde auf die andere wechseln sie die Richtung. Das geht gar nicht, wenn der eine Vogel den anderen beobachtet. Auf diese schnelle Art und Weise ist es gar nicht möglich, sagt sogar die Wissenschaft. Mit diesem Buch hat er einen weiteren wunderbaren Baustein geliefert an Argumenten, dass möglicherweise viel mehr miteinander verbunden ist, als man gemeinhin denkt. Wir sind eben keine autarken Wesen, sondern sind mit allen, mit der Natur, mit den Tieren und auch miteinander verbunden. Es ist super geschrieben, sehr, sehr spannend. One Mind von Larry Dossey.